Herr Aiwanger, aus vielen Rathäusern und Stadtwerken kommen Alarmsignale. Ihr Kollege im Bund, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, hat klargemacht, für die Stadtwerke ist der Bund nicht zuständig. Also ist es Ihre Sache zu helfen? Ja, es ist natürlich eine verzwickte Gemengelage. Zunächst mal ist es ja so, dass die Stadtwerke in der Regel noch günstige Gasversorgungsverträge haben oder Lieferverträge mit den Vorlieferanten, beispielsweise Uniper. Und diese werden ja vom Staat gestützt, wenn sie sich jetzt teures Gas kaufen müssen. Also wenn das Gas am Weltmarkt deutlich teurer wird und die haben Verträge mit den Stadtwerken, um es billig weiterzugeben, dann springt momentan die Bundesrepublik dafür ein und hilft, dass diese Einkäufer nicht auf der Strecke bleiben. Der nächste Schritt ist natürlich, wenn der Bund sagen würde, wir können das nicht mehr steuern oder die Verträge laufen aus und die Stadtwerke kommen in die Bredouille, dann ist die Frage, wer ist dann zuständig? Natürlich zunächst mal eigentlich die Kommunen, die Städte selbst, die eben die Stadtwerke betreiben. Wenn die aber sich nicht in der Lage sehen, das aufrechtzuerhalten, dann wird sich natürlich politisch die Frage stellen, geht der Bund noch mal rein, gehen die Länder rein, dürfen die Kosten an den Endkunden deutlich erhöht weitergegeben werden? Noch sind wir nicht dort, aber wir müssen jetzt alle Szenarien durchspielen. Ja, und einige bayerische Gemeinden bitten jetzt schon um Hilfe und verstehen genau das, was Sie gerade geschildert haben, nicht, nämlich dass es einen Schutzschirm für große Konzerne wie Uniper gibt, nicht aber für die Stadtwerke. Lassen Sie die im Zweifel hängen? Wir lassen hier niemanden hängen, aber wir können jetzt auch nicht allen alles versprechen, weil zunächst mal natürlich der Bund jetzt schon dafür sorgt, dass die Stadtwerke ja noch relativ günstig mit Gas versorgt werden, obwohl der Weltmarktpreis deutlich höher liegt. Und dann wird natürlich noch die Option zu ziehen sein, auch höhere Preise an den Endkunden weiterzugeben. Also nicht, dass die Stadtwerke dann weiterhin günstiges Gas bekommen, das günstig weitergeben könnten und dazwischen sollte der Freistaat einspringen. Da sind eben die Verträge jetzt so verschieden, dass man hier jetzt keine Ja. pauschale Antwort geben kann. Aber am Ende sind wir uns ehrlich, werden alle irgendwo bluten müssen, vom Kunden, vom Endkunden bis zur Bundesrepublik Deutschland. Aber die bittere Wahrheit, die kommt dann wohl erst nach den Sommerferien. Und wenn Gas nicht nur teurer wird, sondern auch knapp wird und rationiert werden muss, dann gilt ja bisher, Privathaushalte werden als erste versorgt, noch vor der Industrie. Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt das jetzt in Frage. Unterstützen Sie ihn darin? Also ich fordere von ihm schon seit Monaten, dass er endlich ein Konzept auf den Tisch legt, um auch hier private Kundschaft ja davon zu überzeugen, vielleicht eine Pelletheizung einzubauen, auf Strom umzuswitchen oder sonst was und diese Kunden vielleicht sogar zu entschädigen dafür, damit wir eben diese privaten Gasverbraucher in der Zahl und in der Menge schon reduzieren. Genauso sage ich, wir müssen hier auf die Notfallstufe Gas stellen, damit die großen Gaskraftwerke hier ja Ja. vielleicht ihre Stromerzeugung zurückfahren. Also wir müssen hier mit den Endkunden intensiver reden und nicht nur sagen, die fassen wir nicht an und 14 Tage später verkündet er, jetzt fassen wir es doch an. Herr Aiwanger, wer hat Priorität, der Privatkunde oder die Industrie? Natürlich können wir niemand in der Wohnung erfrieren lassen. Am Ende können wir aber auch die Wirtschaft nicht mit Vollgas an die Wand fahren. Also dieser Verteilungskampf wird bitter werden und hier ist am Ende auch technisch zu beantworten. Selbst wenn die Politik wollte, das letzte Mietshaus an der Rohrleitung zu versorgen mit Gas, wenn vielleicht der Gasdruck vorher schon so weit nach unten gefahren wird, weil man der Industrie das Gas abdreht, dann kommt hinten gar nicht mehr so viel Gas an, dass der Private überhaupt noch seinen Gasofen betreiben kann, obwohl wir ihn vielleicht unterstützen wollen. Also es sind am Ende ja technische Fragen, nicht nur politische. Noch ganz kurz, wir schauen jetzt alle wie das Kaninchen vor der Schlange auf das Ende der Wartung von Nord Stream 1. Was die Kommunen jetzt schon machen, um Energie zu sparen, wir haben da eben viel gesehen im Film, ist das erst der Anfang einer harten Zeit des Verzichts? Ja, also ich glaube, dass es eng werden wird. Die Russen werden, um es auf den Punkt zu bringen, nicht zuschauen, wie sie uns erst
zu 90% unsere Speicher füllen, wir ihnen dann die lange Nase zeigen und sagen, ihr seid schön dumm gewesen. Es ist ja jetzt seit Monaten angekündigt, dass man sich dann von dem russischen Gasimport verabschieden will und jetzt erwarten wir, dass sie uns noch helfen, die Speicher zu füllen. Also hier werden sie strategisch dagegen arbeiten. Auch das habe ich vor Monaten schon angemahnt, sich nicht darauf zu verlassen, dass die Speicher gefüllt werden. Also ich fürchte fast, dass uns die Russen den Gefallen nicht tun, unsere Speicher zu 90% zu füllen, damit wir sie dann über Monate hinweg nicht mehr brauchen. Klartext von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Herzlichen Dank. Und das Interview haben wir aufgezeichnet.